Also, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Abschlusspräsentation im mechatronischen Projekt. Also, wenn die Experten bei Ihnen vorbeikommen, Sie haben da immer nur so 2-3 Minuten Zeit. Sie haben Ihnen ja geschrieben, Ihr Projekt kurz vorzustellen. Dann kommen noch ein paar Fragen, dann muss die Gruppe eigentlich schon weiter zum nächsten Projekt. Was niemand gleich mitkriegt, wenn die Maschine steht. Okay. Und der Monitor wäre dann bei KS Metall, also bei der Firma, für die wir es gemacht haben, wenn die dann also ein Entwickler, der halt dort ist, im Büro, und der wird es dann gleich immer sehen, wenn jetzt die Maschine steht, dann blinkt da halt das rote Lichtchen. Wir haben hier ein System aufgebaut, was mit einer Kamera auf die Straße gerichtet ist und dort die vorbeifahrenden Autos nicht nur zielen kann, sondern auch unterscheiden kann, ob es Personen, Autos, Trucks oder Busse sind oder sogar, wir haben auch Motorräder schon erkannt. Und das alles in Echtzeit und das live in eine Cloud überträgt. Bei unserem Projekt geht es darum, wir haben im Automatisierungstechniklabor hier am Standort Göpping einen Roboterarm stehen. Und haben mit verschiedenen Firmen zusammengearbeitet. Unter anderem haben wir hier eine IoT-Box bekommen. Über diese IoT-Box bekommen wir Daten aus dem Roboterarm und müssen den dann in ein weiteres System von dem Unternehmen schicken. Das Unternehmen heißt iFox, das dann diese Daten auswertet. Man legt hier die Folie ein und die Fahne wird hier unten eingefügt. Sobald wir die Fahne drin haben, reagiert der Sensor und hier zieht den Vakuum an, damit es schön festgehalten wird. Das einmal starten und ablaufen lassen. Ja, also wir haben ein Datenerfassungsmodul mit der Firma ADS Tech zusammen erstellt. Das Datenerfassungsmodul soll die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und die Beschleunigung des E-Karts ausmessen und dann über einen CAN-Bus senden. Der SPS ist im Grunde einfach nur dafür da, um Produktionsketten oder Fließbandverkehr zu automatisieren. In dem Fall war jetzt unser Projekt folgendes, dass wir in einem TIA-Portal eben einen Zählstand haben, der gute und schlecht produzierte Teile zählt. Und die wiederum war das Ziel, diesen Zählstand auch auf den Computer zu bringen oder eben auch in Browser, auf jegliches Gerät, das eben internetfähig ist. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.